Poch, Poch herein und ein nächtliches Willkommen zu meinem dritten... Ja, kann ich noch angespielt sagen? Ich weiß es gar nicht. Oder ist es schon ein Let's Play? Auf jeden Fall zu meiner dritten Runde Steamhammer. So, es ist Nacht. Es ist Nacht. Der Vollmond am Firmament. Und ich gehe nach unten. Hier ist es. Ein Korb auf dem Boden. Ja, das, was letztes Mal nicht funktioniert hat, hat jetzt funktioniert. Und das ist genau der Punkt. Es ist einfach gut, wenn man Leute hat, die einem ein bisschen Tipps geben. Denn der Chris hat mir in den Kommentar geschrieben, in meinem zweiten Let's Play. Es liegt einfach daran, dass ich zu nah an der Baustelle dran war. Ich war zu nah dran, hab quasi selber den Bau blockiert. Jetzt habe ich es einfach mal probiert, indem ich ein bisschen weiter weggegangen bin. Und siehe da, er zaubert da ein Körbchen hin. Also Chris, schon mal jetzt. Dankeschön. Ja. Gilt für alle. Ich freue mich natürlich wirklich über Tipps. Ja, manchmal steht man einfach auf dem Schlauch und da hilft natürlich jemand, der einfach weiß, wie es geht. Ja. So, und jetzt habe ich mein Körbchen da stehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenerfolgsmoment für mich. Ja, und ich war nicht untätig, sondern ich habe natürlich weiterhin Sachen ausprobiert und geguckt, wie ich was wie machen kann. Dass ich diesmal nicht so blind in der Gegend rumlaufe, sondern dass ich mal so ein bisschen das Gefühl vermittle, dass ich hiervon eine Ahnung hätte. Was ich natürlich nicht habe, weil, wie gesagt, ich auch nach 3 Spielstunden immer noch relativ unbedarft bin, aber wie gesagt, ein bisschen der Survival-Charakter und so ein bisschen das Ausprobieren und Gucken soll ja auch noch erhalten bleiben. Sonst würde ich das Ganze ja Tutorial nennen und das ja, soll so eine gesunde Mischung aus beidem sein. Ja. So, und zwar, was habe ich ausprobiert? Also ich habe natürlich schon ein bisschen abgebaut. Ich habe hier mal probiert, wie es ist, wenn ich Erde abtrage. Ich habe mir auch schon mal ein Feuerchen gemacht. Das jetzt im Geheimen. Mein Probecamp steht da hinten. Aber pst, natürlich fange ich hier total von neuem an. Habe natürlich noch nie was ausprobiert hier. Nein, habe ich natürlich. Und ja, was soll ich sagen? Also, ein paar wichtige Sachen. Für mich jetzt, wie gesagt, das Körbchen fand ich schon mal wichtig. Denn in das Körbchen kann ich ja meine Sachen einlagern. Ohne das ist es zu schwer, mein Inventar. Und ich kann mich nur noch langsam wie eine Schnecke hier durch die Landschaft bewegen. Und jetzt habe ich mein Inventar hier einfach mal gnadenlos hier ausgeschlachtet und das Ganze in den Korb reingelegt. Einfach mit dem Kontextmenü hier drauf, Rechtsklick, Open und das Körbchen geht auf. So. Mein nächstes Ziel soll es sein, eine Hütte zu bauen. Also das heißt, wenn ich hier auf Rechtsklick gehe, Bild und dann hier hin, kann ich meine Hütte bauen. Ja, man sieht hier wieder dieses Menü zum Bauen aus. In der Mitte stehe ich. Und natürlich, dank Chris, sollte ich das mal bauen. Ich muss hier aus dem Baufeld raus, dass es funktioniert. Ja, was brauche ich für die Hütte? Ich brauche für die Hütte Bretter, Nägel und Balken. So. Bretter und Balken sind kein Problem, denn, und das zeige ich jetzt mal, ich hoffe, ich habe es im Inventar. Nein, habe ich nicht. Ich brauche dafür natürlich Holz, um das machen zu können. Also suche ich mir einen Baum aus, den ich jetzt wahrscheinlich nicht abhacken kann, weil ich kein Hackebeil habe. Das rüste ich jetzt mal aus, das Hackebeil, statt der Spitzhacke, die ich mir auch schon gecraftet habe. Und zwar Cut Down. Und ich sollte natürlich auf meine grüne Anzeige achten. Das ist ja meine Lebensanzeige. Und umso mehr ich mich anstrenge und mich bewege, umso schneller geht natürlich diese Anzeige auch runter. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass das so ist. So, ja. Baum fällt nicht, warum nicht? Komm, ein bisschen Schmackes hier. Mr. von Klein. Muss ich hier schon ein bisschen anstrengen. Ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen, die werde ich auch gleich zeigen. Ich laufe hier immer noch in Unterhose rum.
Und so sollte man natürlich keinen Menschen begegnen in Unterhosen. Das ist ja der Albtraum von einem, von jedem. Ah, hier. Jetzt liegt das Holzstückchen da. Oh, fällt in meine Richtung, der Baum. Ist gerade auch in die Richtung gefallen. Erschlagen hier. So, und zwar, bevor ich hier weiterhacke, hier habe ich das. Ist eigentlich ganz logisch, aber man kommt einfach nicht drauf. Oder ich bin einfach nicht drauf gekommen, dass ich das ausrüsten kann. Und siehe da, mein Mellow hat endlich mal Klamotten an. Sehr schön. Dieses Holzstück kann ich jetzt bearbeiten, indem ich Rechtsklick drauf mache und dann mir hier zum Beispiel Bretter aussäge. Achso, natürlich benutze ich meine Säge dafür, die ich mir mal hier reinstecke. So. Also hier reinstecke, meine ich natürlich hier in den Slot. Und dann hier Board. So. Also ein Brettchen, das ich mir jetzt zurechtsägen kann. Also man sieht, das habe ich in der zweiten Folge dann doch schon richtig gemacht, dass man natürlich als erstes sich die Werkzeuge craftet mit Hilfe dieser Scrap Metal Felder. So, und ich kann mir hier noch einen Balken craften, basteln, sägen. Und jetzt mache ich das nicht, bis ich hier das ganze Gebälk für meine Hütte zusammen habe, sondern einfach nur mal, um das zu zeigen. So, und jetzt gehe ich auf Inventar und siehe da, hier habe ich einen Balken und hier habe ich ein Brettchen. Gut. So, das Ganze packe ich jetzt mal ein und werde es schon mal zu meinem Basket tragen. Der da wo war? Hier. Halt, Inventar, halt, will ich raus. Inventar und, ja, Balken, was weiß ich, Place, so. Hätte ich vielleicht wahrscheinlich auch einfach aus dem Inventar rausschmeißen können, egal. So, jetzt steht er da, das brauche ich dann später zum Bearbeiten. So, als nächstes brauche ich nochmal Bild. Nägel. Nägel waren's. Nägel, Nägel, Nägel. So, wie ich die Nägel mache, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Nagel gemacht, aber ich habe da schon eine Vermutung. Denn mit meinem Kupfer. Ich brauche Kupfer. Und zwar nicht das Altmetallkupfer, sondern ich brauche so Kupfernuggets. So, und jetzt folgendes. Halt, ich gehe auf mein Inventar. Und jetzt muss ich mir hier ein Feuerchen machen. Ja, wo war's? Hier, Campfire. Dafür brauche ich 10 Äste. So, die 10 Äste hole ich mir mal. Und zwar von diesem Bäumchen. So. Das braucht ihr euch jetzt nicht mit angucken, wie ich mir 10 Äste hole. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich sie gesammelt habe. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und habe meine 10 Ästchen zusammen. Und jetzt werde ich hier mir mal so ein Campfire hinbauen. Wo ist? Da ist. Craft. Achso, Inventar. Und jetzt Drop. Ne, Place. So, jetzt ist hier mein Feuerchen gleich. So, und jetzt kann ich auf das Feuerchen gehen mit meinem Rechtsklick. Make and Campfire. Und jetzt kann ich hier mir Copper Ignat machen. Dazu brauche ich Kupfernuggets. Und die werde ich mir gleich holen. Aber zuerst werde ich mir hier noch ein paar Orangen reinzischen. Denn meine grüne Anzeige ist jetzt wirklich leer und ich muss dringend jetzt an Nahrung drankommen. Das ist quasi meine nächste Aufgabe, weil verhungern soll ja mein Mellow nicht. So, und immer von Orangen ernähren wird auch nicht das Wahre sein. Das heißt, irgendwann muss ich auch mal Farming anfangen. Aber gut, jetzt will ich mir erstmal diese Nuggets machen. Oder besser gesagt holen. Und diese Nuggets habe ich durch Zufall entdeckt. Ah, hier Orange Tree.
Hier habe ich noch einen Orange Tree. Erkläre ich den gleich. Das hat ja in der letzten Folge nicht geklappt, weil ich einfach keine Orangen Bäume gefunden hatte. Ja, man muss vorher gucken, und zwar hier mit Inspect Tree, ob auch wirklich sich Orangen an dem Baum befinden. Und man sieht, er hat 10 hier, also kann ich mir hier 10 pflücken. Es gibt aber auch Bäume, die einfach leer sind, da findet man nichts. Und deswegen sollte man vorher, wie gesagt, den Baum mal inspizieren, ob ich da auch wirklich was finde. So, oder probeweise einfach mal eine pflücken, und wenn er dann nichts findet, dann weiß ich, okay, der ist leer, da gibt es keine. So, immer hier über mein Farming, Gather Orange. Letztes Mal hat er es einfach über Linksklick gemacht. Das habe ich natürlich noch nicht raus, wie ich das umstellen kann, ob ich das irgendwie in Schnellmenü übernehmen kann oder. Wie gesagt, wer Tipps hat, wer das kennt, der kann mir die Tipps gerne geben. Und ich habe gemerkt, anscheinend diejenigen, die schon dieses Life is Feudal gespielt haben, die haben natürlich da einen Vorteil, weil es anscheinend ähnlich ist. Ja, also wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, aber da sind anscheinend Ähnlichkeiten da. Für mich natürlich jetzt der Vorteil, dass ich jetzt dieses ganze Entdeckerische und wie es funktioniert, alles in diesem Spiel erarbeite. Und ich das natürlich dadurch dann mir natürlich auch den Reiz gibt, hier an diesem Spiel zu arbeiten oder dieses Spiel zu spielen, dieses Projekt jetzt zu machen. So, ich möchte einen Tunnel graben. Ja, ich wollte einfach mal probeweise einen Tunnel in den Berg hauen. Denn es gibt ja, nochmal kurz raus hier, halt wie so, ups, raus. Es gibt ja diese Option. Prospect for Copper heißt nach Kupfers schürfen. So, dann habe ich gedacht, okay, da findet er dann eine Kupferader mit dieser Aktion, aber irgendwie, ich weiß noch nicht, was die bringen soll. Ja, deswegen habe ich einfach mal spaßeshalber hier einen Tunnel reingegraben, und dafür brauche ich jetzt zum Beispiel meine Spitzhacke. Wenn das nicht sogar mit... Nee, mit der Säge macht das nichts. Aber letztes Mal hat das auch mit der Scrap Metal hier Machete gemacht. So, und jetzt mache ich mal Downwards. Ich grabe in den Berg rein. Und jetzt hoffentlich funktioniert's. Ja, hier blinkt es auf. Kupfer gefunden, 37, Rock gefunden und nochmal Kupfer und nochmal Steine. Also dieser Berg gibt hier ordentlich was her an Kupfer. Bin ich natürlich heillos überladen. Deswegen habe ich mein Körbchen natürlich auch an diese Stelle da hinten platziert, die flach ist, an den Waldrand gepresst, aber auch in der Nähe dieses Berges. Sonst muss ich hier immer zu weite Wege laufen. So, bevor ich jetzt das mit den Nuggets mache, hole ich mir aber hier nochmal erstmal ein Ästchen oder ein paar Ästchen. Denn ohne Äste bekomme ich mein Feuer nicht an. So. Das Ganze muss man sich hier schon ein bisschen organisieren. Wenn ich in mein Inventar gucke, hier sieht man mein Gewicht. Das 248 kann ich tragen. Und danach ist Sense. Danach nimmt er nichts mehr auf. So, aber auch das glaube ich, dass sich das ändert, dass man hier weiter hochkommt. Mit dem Level. So, es gibt ja so viele Sachen zu entdecken, zu erklären, dass ich gar nicht weiß. Ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander. Also wenn ich da zu schnell sein sollte und jemand sagt, Hilbert, voll die Gedankensprünge hier drin, dann könnt ihr mir das auch unten reinschreiben und sagt, Franco, bisschen langsamer. So. Jetzt schaue ich mal hier rein in das Campfire, Make and Campfire. Copper habe ich. Und jetzt mache ich, ja, ich weiß nicht, ob das schon reicht. Ästchen rein. Jetzt mache ich erstmal Light on. Feuer brennt. Sehr schön. Und jetzt mache ich Craft. Und jetzt crafte ich hier meine Kupferbarren. So, einen habe ich. Ich mache mehr. Wie gesagt, natürlich habe ich das bis dahin auch schon ausprobiert. Aber wie man Nägel macht,
Das ist eine reine Vermutung. Und da schätze ich einfach, weil ich es übers Feuer nicht geschafft habe, dass ich dafür diesen Schmelzofen brauche. So, ich mache mir einfach mal ein paar. Ich habe ja genug Kupferstücke. Man kann später anscheinend auch Kupferplatten machen. Vielleicht brauche ich auch Kupferplatten, um mir noch Nägel machen zu können. Wer weiß, wer weiß. Das werde ich aber herausfinden. So, ich möchte mir natürlich selber nicht zu viel vorwegnehmen. Denn es ist ja, wie gesagt, ich möchte das alles ein bisschen auch selber noch herausfinden und entdecken. Ich mache ja auch gerne mal so Adventure-Spiele mit Rätselcharakter. Und das hat natürlich sowas davon ein bisschen, weil man natürlich gucken muss, was passt zu wie, wohin. Aber trotzdem über Tipps bin ich dennoch dankbar. Bevor ich mir hier stundenlang einen abwürge. So, lass ich mal bei 8. So, und jetzt wird man nämlich gleich sehen in dem Korb. Oder habe ich im Korb schon was drin? Das ist ja leer. Open. Ne, hier habe ich schon meine ganzen Sachen gelagert, die ich das letzte Mal gefunden habe. Also, da kommt jetzt auch mein Kupfer mal mit rein. So, hier sieht man schon, ich habe mir schon Steine gemacht. Die brauche ich nämlich später für diesen Ofen, für diesen Schmelzofen. Und ich habe schon Clay Ton gesammelt. Oh, mein Feuer ist aus. Da waren die Ästchen zu wenig. Muss ich mehr reinmachen. Also. Mach ich mal Rocks. Hier, nochmal. Also. Diese Steine habe ich ja aus dem Felsen geschlagen, wie ihr vorhin gesehen habt. Und jetzt möchte ich diese Quader Blocks haben. Wo waren sie nochmal? Müsste noch hier gewesen sein. Da, Shaped Rock möchte ich haben. Dafür brauche ich jetzt diese Rocks, die ich mir aus dem Berg rausgeschlagen habe. Und jetzt muss ich einfach nur, wenn ich diese Spitzhacke habe, kann ich jetzt über das Craft-Symbol oder über den Craft-Button mir solche Quader bauen. So, ich craft mal gleich ein paar, weil ich nämlich für diesen Ofen, meine ich mich zu erinnern, 20 Stück brauche für diesen Schmelzofen. So, ich denke, wenn ich dann den Schmelzofen habe, kann ich die nächsten Aktionen durchführen. Und ich hoffe, die nächste Aktion sind Nägel. Ja, noch etwas habe ich entdeckt und diesmal nicht auf der Wanderung durch Steamhammer, sondern auf der Wanderung mit meinem Zeigefinger auf der Tastatur. Und zwar folgendes, ich zeige es. Ich habe L gedrückt und durch L ist ein Menü aufgesprungen, das sehr hilfreich für mich war, auf jeden Fall für den Anfang. Denn jetzt sehe ich auf der einen Seite mein geskilltes Level in den verschiedenen Aktionen. Ich habe jetzt schon einiges an Level hochbekommen. Durch Boden absenken, abheben, buddeln und so weiter geht meine Construction, also das heißt meine Baukunst nach oben. Das sieht man, da habe ich schon ordentlich. So, und umso weiter jetzt mein Level hier in den verschiedenen Skills hochgeht, umso mehr kann ich später bauen. Also das heißt, wenn ich hier nur 5 hätte, könnte ich mir ein Bettchen bauen. Später dann hier schon ein Defense Tower, wie auch immer der funktionieren soll. Den habe ich noch nicht gebaut. Level 20 hier, diese Blocks, diesen Korb, diese Hütte. Also das heißt, Defense Tower kann ich schon vor meinem Korb bauen. Und dann hier Level 25, bin ich ja schon weit drüber. Dann die verschiedenen Holzteile, Level 30, dann hier auch die verschiedenen Instrumentarien, die verschiedenen Werkzeugbänke und. Ja, und das gleiche hier auch auf dieser Seite. Könnt ihr euch dann mal, wenn ihr das Spiel spielen solltet, dann mal durchgucken. Hier sieht man diese Kupferplatten, die ich später machen kann. Und hier sieht man 25 Level, dann die Nägel, die ich machen kann. Und das ist ja über Schmieden. Also das heißt, ich werde es sicherlich... wenn ich schmieden kann, ich sehe es gerade, Nägel sind auch bei Schmiedekunst logischerweise, werdet ihr es sicherlich erst über diesen Schmiedehammer machen können. Oh, okay. Ist mir selber gerade aufgefallen. Ich habe gedacht, hier, das ist ja Schmelzen. Das ist ja quasi hier, da kann ich meine Kupferbahn machen. Und das hier meine Nägel. Naja, gut. Wir machen weiter.
Wir machen weiter. Wir basteln uns hier schöne Steinquaderchen. Und dann werde ich es ja sehen, ob es mit diesem Ofen funktioniert oder ob ich dafür noch diesen Schmiedehammer brauche. Ja, wenn man jetzt natürlich hier zu mehreren unterwegs ist, ist man ganz klar im Vorteil. Der eine baut den Ofen, der andere baut den Schmiedehammer, der eine benutzt den Ofen, der andere benutzt den Schmiedehammer. Und dann geht das Ganze auch schon viel schneller als jetzt bei mir. Gut. Jetzt lagere ich das ein. Meine Steinchen. Kann ich das nicht übereinander? Doch, kann ich 21, also jetzt habe ich 20 an der Zahl. Jetzt habe ich meinen Clay. Und jetzt fehlt mir für mein Glück. Construction, Build, wo habe ich's? Schmiedehammer. Small Smelter. Fehlt mir nur noch das hier und das ist Water. Das war Wasser. Ja. Clay halt, da habe ich noch nicht genug. Da brauche ich noch mehr. Dann hole ich mir doch erstmal ein bisschen Ton noch. Und der Ton war da hinten. Es ist natürlich in der Nacht bitter zu arbeiten, weil ich natürlich den Untergrund nicht sehen kann. Aber der Mond, er ist schon weiter fortgeschritten. Das heißt, spätestens in meiner nächsten Runde dürfte es dann schon Tag sein. Also, jetzt habe ich Folgendes. Es war, glaube ich, hier habe ich den Ton irgendwo gefunden. Ich glaube sogar, dass es das ist, dass dieser Untergrundton ist. Ich probiere es aus. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe auf Lower Ground Level. Also das heißt, ja, natürlich brauche ich die Machete. Nee, eigentlich nichts. Eigentlich brauche ich die Schaufel, aber er sagt immer Machete. Das ist wahrscheinlich noch der Bug. Ich nehme die Schaufel. Schaufel. Und jetzt senke ich den Boden ab. Ja, so gefällt mir er. Mein Mellow hat sich in die Hände gespuckt und die Schaufel genommen. You Pummel away at the soil. What? Was ist ein Pummel? Each strike the spade grins into the earth. It wounds. Ja, okay. Also auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Ton. Und wahrscheinlich sind das rechts ganz wichtige Hinweise, die ich einfach übergehe. Hier war mein Körbchen. Open. Und rein. Ah, ich habe schon 60. Hey, okay, gut, hab genug. So, jetzt fehlt mir eigentlich nur zu meinem Glück Wasser. Und dazu werde ich jetzt mal hier oben an die Küste wandern. Jetzt hat natürlich jeder mein Versteck gesehen. Egal. Ist eh die Frage, wie gesagt, ob ich so schlau gebaut habe. Es ist zwar nah an allem dran, aber ich habe es halt dahin gebaut, weil ich gedacht habe, da ist eine flache Fläche. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass es nicht an der Fläche gelegen hat unter mir, sondern an einer geraden Fläche, sondern einfach nur, dass ich im Weg gestanden habe. Mann, Mann, Mann. Deswegen habe ich es jetzt mal da, baue ich jetzt mein Lager da trotzdem hin, auch wenn es wenn mich jemand dann leichter entdecken kann. Nämlich wenn ich im Wald baue, bin ich natürlich nicht so leicht entdecken. Feuer auf einer Lichtung sieht man natürlich von weiter weg. Und ich schaue mir gerade die andere Insel an. Das ist auch mal zu entdecken irgendwann. Und hier sieht man schon richtig, das muss hier ein Vulkan sein. So. Jetzt gehe ich mal da rein. Ich hoffe, er nimmt jetzt gleich Wasser. Ich hoffe, ich brauche kein Gefäß dafür. Fischen kann ich. Und da, Alchemie. Ja, da, jetzt brauche ich mal Alchemie. Get clear water. Oh, ich freue mich. Ich baue gleich meinen ersten Ofen. Meinen ersten Schmelzofen und dann zeigt sich, was passiert. Ich brauche, glaube ich, 5 Wasser. Und ich werde hier auch nochmal gleich fischen, denn ich brauche auch noch was zu essen. Denn an meinem Lagerfeuer kann ich mir auch Fisch zubereiten. Aber ich nehme mal mehr Wasser mit. Einfach mehr Wasser.
Naja. So, mein Engelchen rausholen. Und ein bisschen Nachtfischen, nicht Nacktfischen. Kann ich eigentlich auch machen. Kann ich einfach meine Kleidung hier von mir schmeißen? Nee, egal. Gott so. Fishing. Und jetzt hoffe ich, Mellow, du bist ein geschickter Fischer. Findest etwas in diesem Gewässer. Etwas Essbares. Ja, natürlich nicht. Ich hoffe, ich habe hier nicht wieder so eine Begegnung wie das letzte Mal am Meer. Wer meine erste Folge angeschaut hat, da bin ich auf einen Ecrebian getroffen. Ecrebians sind quasi so, ja, Wesen mit, eigentlich kann man sagen Cyborgs. Bloß ohne Mikrochip. Nope. No fish. Komm, vielleicht muss ich die Angel ein bisschen bewegen. War das vielleicht ein Geräusch? Ein Fischgeräusch? Komm, komm. Fisch ist nämlich gut. Das gibt nämlich mehr als diese Orangen. Nein, geht nicht. Dann muss ich mich noch vor Orangen ernähren. Ich hoffe, mein Mellow ist dagegen nicht allergisch. So, nochmal. Und nochmal. So, auf dem Weg zurück zu meinem Lager. Und ich würde sagen, wie ich meinen Schmelzofen baue, ob ich damit, was ich damit anfangen kann, ob ich damit Nägel bauen kann, das wird sich in der nächsten Folge zeigen. Und ich hoffe vielleicht, dass es dann in der nächsten Folge, dass ich mal einen Sonnenaufgang miterleben werde. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also, auf jeden Fall sehen wir uns das nächste Mal nochmal bei Nacht. Und vielleicht arbeiten wir uns hier in den Sonnenaufgang. Das wäre schön. Und es wäre natürlich auch schön, wenn ihr dabei wärt. Und wie gesagt, wenn Tipps da sind, Ideen oder vielleicht einfach ein Kommentar, hey Mellow, mach mal was Verrücktes, schreibt es einfach rein. Gut, macht's gut, bis dahin, ciao, Funko.